Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play XCOM. Ich bin euer lieber Odo und wir gehen in eine neue Runde. Das letzte Mal haben wir ein relativ gutes, Shanghai verteidigt. Naja, ich wollte nachschauen, wie viele Soldier wir haben. Nein, nicht da eigentlich. Ach Gott, ich finde das nie. Base Information da. Wir haben 25 Soldiers. Und 11 davon sind eingesetzt. 11 davon sind nicht eingesetzt, so. Okay. Wir haben jetzt gerade eine Laser Defense zu Hause gebaut. Wir haben, und das ist ganz, ganz toll, wir haben zwei Leader gefunden, nämlich einen Ethereal Leader. Und einen Snakeman Leader, weil ich mich entsinnen kann. Die verhören wir gerade, also zumindest mal den Ätheralen. Ich weiß nicht, ob sie unterschiedliche Informationen bringen werden. Wir werden trotzdem beide uns anschauen. Da haben wir noch. Warte mal. Achso, nein, da ist der Workshop. Da haben wir noch Research. Aber wir haben keinen Project zugeordnet. Warum? Ist ja irre. So. Was könnten wir hier machen? Machen wir die Plasma Rifles mal. Mit 20 Leuten. Und die Plasma Rifle Clips mit nochmal 15. So, außerdem werden wir wahrscheinlich von hier ein paar Sachen rüberbringen, damit die dort auch andere Sachen noch erforschen können. Außerdem werden wir Alien Alloys nach zum Manufakturding rüber transportieren, damit die dort Rüstungen herstellen können. So, was brauchen wir? UFO Navigation, Alien Entertainment. Davon können wir jeweils eins rüberschicken. Warte mal. Havana war die Forschungszentrale, meine Güte. Gut, also nach Havana schicken wir einmal Alien Entertainment, einmal UFO Navigation. Die können wir nicht wirklich schicken, weil die würden dort sterben. Auch irgendwelche den Ethereal Corps könnten wir schicken. Ah, nein, nicht Cancel. Okay, muss man sagen. Gut, außerdem transferieren wir nach Taipei. Dort produzieren wir ja Sachen. Sowohl von dem Elerium was, als auch von den Alien Alloys. Und wir dort Sachen auch herstellen können. Gut, na dann. Herstellen und im schlimmsten Fall verkaufen können. Okay. Ist auch okay. Wir haben kein Geld mehr. Das kostet uns. Okay. Na gut. Das heißt, in Taipei, was kann man da verkaufen? Medikits, wir verkaufen 10 davon. Damit wir uns wieder neue leisten können.
Da verkaufen. Heavy Lasers verkaufen wir auch 5. So. Warte mal. Und auch noch Medikits. Dann noch 2. Okay, das heißt, wir bauen hier noch Medikits. Mehr Medikits. 10. Und in Taipei was machen wir da? Irgendwas zum wir können UFO-Navigation schon bauen. Die haben wir schon erforscht. Personal Armor haben wir gesagt. Okay. Gut, hey, wir haben wieder ein wenig Geld. War gut, dass wir ein Zeug verkauft haben. Die Heavy Laser, die wir hier bauen, können wir auch alle noch verkaufen. Die Medikits. Weiß ich nicht, ob wir die noch verkaufen. Okay, machen wir weiter. Ein Small UFO. Das ist gut. Intercepten wir das. Mit dem Dreier. Ich hoffe, das kommt in meine Richtung. Ah, es fliegt in die falsche Richtung. Ärgerlich. Komm schon. Ist okay. Da ist es. Aber eine Landungszeit, das heißt, wir würden viel Zeug fangen, wenn wir dort rechtzeitig wären. Ja, schauen wir mal. Oh, ist wieder aufgeflogen. Und abgestürzt. Wird es noch hell? Bis der Sky Ranger dort ist. Ephiril Leader, few reports. Ephiril, this being has awesome mental powers which allow for telepathic communication and telekinetic abilities. The apparently weak physical abilities of this creature are sustained by its mental powers. We do not understand how these telekinetic powers work, since they seem to defy the laws of physics as we know them. They are extremely dangerous in any combat situation where they rely on their mental powers for combat. Okay, gut. Das heißt, they seem to rely on other races to pursue their objectives. Ich glaube, wir haben die Herrenrasse gefunden. The Martian Solution, schon. Und Psylabs, das klingt gut. Aber die Martian Solution oder Psylabs? Psylabs klingt gut. Wir sind auch Psioniker. Ah, den Snakeman Leader hätten wir noch nehmen können. Naja, wurscht. Nicht schlecht. Speichern wir mal ab. Gut. Hallo, Spiel. Speicherst du schneller? Danke. Hätte nicht auf einen Tag gehen sollen. Aber ist wurscht. Beginnen wir die Mission. Und es ist Tag, so wie ich das sehe.
Nein, du kriegst das nicht in die Hand. Weil du bist ja ganz vorne. Hitomi Ikeda. Eva Simon. Zhang Jian. Warte mal. Der ganz vorne, der hat das Ding gekriegt. Das war der, der am ehesten noch. Ach, der hat nicht einmal eine Rüstung. Verdammt. Und das hätte ich denken müssen. Menschen, die tot sind. Nö, 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 nö. Ich möchte zwar, dass du am Leben bleibst, aber. Okay, soll sein. Das ging mir irgendjemandem von der. Ilaria Galli zum Beispiel, du kannst das haben. Nimmst du für das nicht mit? Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Warte mal. Es ist eh Tag. Da brauchen wir das Zeug echt nicht mit. So, du kriegst das. Kriegst du, dann kriegst du das. Brauchst sowas. Das passt schon. Nein. Okay. Susanne Schmidt. Ist die hinterste. Denise Gates kriegt sowas auch. Die zwei hintersten im Raumschiff kriegen dieses Ding hier. Okay. Na dann. Schauen wir mal. Ah, schaut so aus, als wäre es hier aus. Gut. Machen wir mal ganz gut. Und unser erstes Alien, noch ein Ephoriel. Ah, das taugt man gar nicht. Tja, das zum Herrn Morg. Vom Org. Boah! Hörst du auf mich zu schießen? Warte mal. Ich hätte mir die gleich in die Hand geben können. Okay, der ist schon verletzt. Das heißt, der trifft wahrscheinlich nicht mehr so gut. Er trifft nicht mehr so gut. Okay. Du. Schieß. Auf diesen Typen. Könnte der bitte sterben? Das gibt's ja nicht. Wie oft habe ich den jetzt getroffen? Kann ich das nochmal einsetzen? Nö. Na gut. Drauf. Danke. Und noch ein Alien auf der anderen Seite, aber es ist gut. Das schießt nicht auf uns. Zusammenstehen. So, kannst du eigentlich auf dieses andere Alien schießen? Wir haben es getroffen. Wir haben es nicht getroffen, wir sind so unfähig.
Komm schon. Okay. Du bist nicht getroffen worden, oder? Nö. Wie schaut das bei den anderen aus, auf die es da geschossen hat? Bist du getroffen worden? Auch nicht. Was ist mit dir? Hm, schaut auch nicht so aus. Schaut alles gut aus. Ah ja, warte mal. Das ist ein Korps. Naja, kann nichts machen. Okay. Wir gehen weg. Wir drehen uns noch in seine Richtung. Und der nächste. Irgendeiner wird ja wohl treffen. Kann die treffen? Tatsache. Aber nicht gut genug. Na gut. Hey, da ist das Raumschiff, sehe ich gerade. Versteck dich hinterm unteren Schiff, dass der nicht auf dich schießen kann. Ach, weh. Ich hoffe einfach, wir haben ihn oft genug getroffen und er kann nicht mehr schießen. Oder nicht mehr gut schießen. Versuchen wir uns das mal anzuschauen. Er schießt noch gut genug. Firing Accuracy 53. Es ist zwar runtergegangen, ist aber noch immer besser als die meisten Sachen, die wir so können. Wenn man sich anschaut, was meine Truppen so alles können. Wir brauchen noch einen Snapshot 27. Geht sich das aus? Oder auch geht sich aus? Bam! Dieses Ding ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen sollen. So. Gut, du gehst noch raus und stellst dich mal in diese Richtung, nicht dass von da aus kommt. Du gehst davor. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im Raumschiff viel fangen müssen. Das ist so ein kleines, ich bin mir gar nicht sicher, die haben da glaube ich gar keinen Anführer drinnen. Ach Gott. Okay, wir werden vielleicht doch was zum Tun kriegen für unsere Dame mit dem Ding. Wir werden nicht auf sie schießen, sondern wir werden sie betäuben, wenn irgendwie geht. Gut. Hätten wir mal das erledigt. Pierre. Müssen die uns nicht sehen, damit die das machen können? Ich finde das überhaupt nicht richtig, dass die einfach so auf uns schießen können. So, du holst dir noch eine Rakete rein. Das hat ja ganz gut funktioniert. Und stellst dich mal daher. Du. Vielleicht sollten wir das so machen.
Ist in die Knie. Michi. Darf, ne? Gib es mal daher. Auch in die Knie. Du kannst nichts mehr machen jetzt. Warte mal. Wir gehen dann noch runter. Ah, hallo. Kind. Kind ist da. Will frühstücken, nehme ich an. Mhm. Ah, Frühstück für Sieger. Schokoriegel. Sehr gut. Ausgezeichnet. So, Hitomi Ikeda. Du bist wahrscheinlich Japanerin. Schwarze Japanerin. Oder kaffeebraune Japanerin, sagen wir mal so. Bist du eine Sie? Nochmal noch. Achso. Nein. Sieht man das da? Ja, du bist eine Sie. Ist das eine Sie? Ich würde schon sagen. Du, Freund und Zwetschgenröster, was machen wir mit dir? Du gehst auch hinten rum. Um das Schippernackel rum. So, und ihr zwei bleibt im Schiff. Ich brauche euch, um mir die Aliens anzuschauen. Puh, das ist nicht gut. Hört ja auf! Gibt's das? Jetzt sind zwei verstorben. Das ist nicht gut. Für das, dass das so ein Mini-UFO ist, das ist eine ziemliche Katastrophe. Wo? Ah, da. Am Dach. Hol mir das Ding runter. So holen wir es nicht runter. Idiot. Du bist gepanickt, aber du bist noch in Ordnung. Hol das Alien vom... Das war so ziemlich das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Aber gut, du hast auch nur eine Firing Accuracy von 48. Die Aliens sind, nachdem sie angeschossen wurden, besser im Schießen als ihr. Ah, ich nehme alles zurück. Du bist so super. Hitomi, du bist ein Genie. Geh weg. Gut, ist da vielleicht noch ein Alien drinnen? Sehr wahrscheinlich. Da liegt ein Alienkörper. Ah, verstehe. Wir haben da den Boden weggesprengt. Oder? Okay, du wirst nichts machen. Du gehst daher und schaust dir mal den Toten an. Aber ich fürchte, der ist tot. Ja. Verdammt. Was dürfte nur der dort oben geschossen haben? Im Raumschiff dürfte es vielleicht noch einen geben, der schießen kann. Aber mit etwas Glück kann der nichts beeinflussen, wenn er nichts sieht. Oder wissen die immer, wo wir sind? Kann es sein, dass der Computer cheatet? Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Achso, okay. Gut. Du bleibst stehen, du bleibst stehen. Wow, wir haben ziemlich viele Leute schon verloren. Okay. Panik ist okay. Sie kann zwar nichts tun, aber immerhin. Aber warte mal, wenn da einer bei dem Haus war, ist da sicher noch ein zweiter auch. Pierre, du bist meine Aufklärungsdrohne.
Du wirst sterben. Waffe. Kommst du bis daher? Ich glaube nicht. Ist okay. Hier gibt es ein bisschen Gas da hinten. Komm schon. Du lahmer Sack. Wirklich schneller. Okay. Wow. Wir sind schon wieder fast durch. Hitomi. So, ich glaube, da gibt es nichts mehr. Dieses Haus steht unter Flammen und von da ist nichts mehr geschossen worden. Wir hoffen einfach, dass da wirklich nichts mehr ist, ohne dass wir raufschauen. So. Es brennt alles, es ist alles tot. Die Hälfte meiner Crew ist tot. Was ist die? Boah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, sie ist bewusstlos. Fünf Leute sind schon tot. Gibt's das? Ich komme mir gerade ziemlich blöd vor. Ja, dass du nichts machen kannst, ist mir schon klar. Ah, da war noch jemand. Auf dem Dach. Auf dem Dach vom Raumschiff? Echt jetzt? Wie kommt der da drauf? Da gibt's nicht einmal eine Stiege rauf. Das sind keine Floater, das sind Aetherials, die können nicht fliegen. Dachte ich zumindest. Vielleicht sind sie vom Raumschiff gesprungen bei der Landung. Da ist es. Oh ja, die können fliegen. Aber der steht schlecht da. Der ist tot. Schieß ihn runter. 22, das heißt, wenn sie so schießt, stehen bleibt, kann sie dreimal schießen. Sogar. Du bist so unfähig. Wie bist du jemals zum Captain geworden? Wer hat dich zum Captain gemacht? Schwammerl. Schauen wir mal, wie es dem geht. Schlecht. Aber er hat keine Fatal Wounds. Das ist echt fies. Aber wenigstens trifft er nichts mehr. Ach weh. Na gut, dann musst du das aber machen. Ich möchte nicht, dass du deine eigene. Wow, das sind sogar zwei. Schießen zuerst auf den. Den kann nämlich nur er treffen. Den konnte nur er treffen. Gibt's das? Ach Gott, bitte ist das furchtbar. Immerhin weiß ich jetzt, wo die zwei sind. Na super. Ach so, das war ja sie, gar nicht er. Und einmal von der Position dort hinten konnte man. Ah. Gut. Hol den da mal runter. Was heißt No Line of Fire? Sehen tust du ihn ja auch. Ach Gott. Mist. Jetzt aber. Ich sehe gerade, das ist eine schlechte Position. Noch ein Snapshot. Komm schon, jetzt. Nicht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Nein, jetzt bleibt es trotzdem da. Hitomi. Ah, sie müsste eigentlich auch sehen. Versuchen wir mal unser Glück.
Wow, wir sind so gut. Wir sind ein Wahnsinn. Ich glaube, viele haben wir nicht mehr. Ist das arg, wie viele Leute da gestorben sind? Es sind nicht so viele bei dem letzten Terroreinsatz gestorben. Das ist fürchterlich. Und das ist ein abgeschossenes UFO. Ja, klar, genau. Wenigstens ist sie so weit weg, dass wir sie nicht. Könntest du ihn endlich töten? Danke. Gut, ich glaube, wir müssen doch raus mit ihr zumindest, weil da ist eine kontrollierte Person. Und das bedeutet, wir müssen auf jemanden damit schießen. Gut. Hätten wir das. Ich hoffe, das war das letzte Alien da. Viel kann man immer mehr machen. Aber ich war sicher nicht das letzte Alien. Das hat zweimal geschossen. Nein, zweimal, dreimal kontrolliert. Dreimal kontrolliert und bewegt hat sich's auch noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber das Alien ist weg. Das heißt, das Alien, das von drinnen ist, drinnen sitzt und kontrolliert, sieht zurzeit nichts. Vielleicht sind wir ja ein bisschen glücklicher jetzt. Ja, Gloria, du kannst dich wieder bewegen. Hol dir doch da mal die Waffe. Ah, wäre gar nicht notwendig gewesen. Du hast ja eh noch was. Und weiter geht's. Du bleibst da. Hört's ja auf. Gut. Ist irgendeine Tür gegangen, da steht sicher was. Noch auch nicht. So. Das bringt also überhaupt nichts, dass wir uns da verstecken. Die sehen uns so oder so. Pierre. Wow, du hast eine Moral von 100. Nicht schlecht. Du bist super. Wie kann das sein? Du hast keine Bravery. Wir haben so viele Leute verloren. Wie kannst du eine Moral von 100 haben? Nicht hingesehen. Offensichtlich. So, warte mal. Du legst Munition nach und versuchst auch in die Richtung zu gehen. Das war's? Oh Gott, ich habe nur 4 oder 5 Leute. Ach, ich hasse das. Ja, okay, in Panik kannst du sein, wenn du unbedingt musst. So, sollen wir warten? Ja, wir warten. Gehst nur bis daher, dass du nicht gesehen wirst von deiner Kollegin. Kannst du jetzt deinem Kollegen in den Rücken schießen oder was soll's? Man kann jetzt auch nichts machen. Gott sei Dank, es geht nur auf den wieder los. Ja, okay, du hast schon recht. So, du. Schieß ihn tot. Bitte.
du hast ihn nur bewusstlos geschossen. Er hat kein seltsames Geräusch gemacht. Gut. Du. Geh irgendwo hin, wo dich der andere Typ nicht sieht von uns, damit wir uns nicht gegenseitig in den Rücken schießen. Ach nein, ich kann dich nicht weiter bewegen, dann kannst du nicht mehr schießen. Okay, achso, da kann ich. Naja, okay, nächste Runde könnte er schießen, wenn er in der Kontrolle der Aliens ist. So, Susanne, dich habe ich schon ewig. Dich werde ich auch nach diesem Einsatz noch haben, hoffe ich. Und. Ah, es liegt natürlich noch immer einer. Gott sei Dank hat sie ihre Waffe weggeworfen. Und Gott sei Dank steht dort keiner mehr von uns herum. Wir müssen dieses letzte Alien auch noch killen. Wo ist dieses letzte dumme Alien? Irgendwo im Raumschiff wahrscheinlich. Na, no, na. Ah. Und jetzt gibt es noch ein Autosave. Ich bin so arm. Gut. Wir sollten Gas geben. Ich mag nicht noch einen verlieren. Andererseits, wenn wir uns zu sehr beeilen, verliere ich trotzdem noch jemanden. Ich hoffe, der ist überhaupt da drinnen. Kann ja durchaus sein, dass der erst gar nicht da ist. Du bleibst hier stehen. So, dort hinten ist eine unter Alien-Kontrolle befindliche Person. Zum Wohl. Die ist aber nicht schnell und die hat nur eine Pistole. Am ehesten befinden sich die Aliens hier. In diese Richtung. Das tun sie nämlich immer. Gut, du gehst einmal rein. Ich glaube, da bist du sicherer als draußen. Sagen wir mal. Der war nicht sicher. Wenigstens haben wir das Alien gefunden. Ah, schon, da ist sie wieder. Mist, der hat so lange überlebt. Schade eigentlich. Er hätte das ganz gut gemacht. So, wenn du schießt, hast vielleicht ein Pech und triffst daher und dann seid ihr alle bewusstlos. Hm. Aber kann ich einen Rookie damit beauftragen, das Ding zu killen? Aber ja, du kannst das. Du kannst das wirklich. Das war die, die das am Dach gekillt hat. Ah ja, stimmt. Das ist die, die von weiter hinten gelaufen ist. Cool. Eva Simon, ich mag dich. Was kannst du? Nix. Immerhin. Ja, Bravery 40 immerhin. Du wirst als erste ins Psi-Ausbildungscamp kommen. So, du bleibst einfach da stehen. Und mit dir hoffen wir, dass wir hier keine Alien mehr finden. Es gab keine Angriffe mehr. Ah, da ist noch ein totes Alien. Jetzt soll es eigentlich aus sein. Boah, bist du wahnsinnig. Minus 170, weil 7 XCOM Operatives tot sind. Wow, und einen lebenden Alien haben wir gefunden. Nicht, weil wir ihn gefangen haben, sondern einfach, weil er einfach nicht gestorben ist durch unsere Schüsse. Das ist sehr ärgerlich. Immerhin ein positives Rating. Hey, und die Eva ist zum Sergeant geworden. Nicht schlecht. Und Susanne Schmidt ist jetzt endlich Commander. Die habe ich als einer der ersten gekriegt. Die muss schon ewig da dabei sein. 7 Leute verloren. Das heißt, wir müssen wieder 7 Leute einstellen. Boah, ich hasse es. Ah, okay, wir können nicht mehr 7 einstellen, wenn wir kein Geld haben. Achso, nein, wenn wir keinen Platz haben.
Gut, Freunde, an dieser Stelle, das war ein echt mieser, das war eine echt miese Runde, aber immerhin, wir haben den Every Leader uns zu Gemüte geführt. Wir haben ein paar Alien Corpses gefunden, die wir verkaufen können. Gar nicht so schlechte Idee, verkaufen wir die Alien Corpses. Wo sind die denn? Da. Referral Corps. Wir behalten uns. Ich frage mich, wer das Ding. Ich frage mich, wer die kauft. Marvel-Superschurken, die Alien-Waffen daraus machen. Aus den Körpern der Aliens? Aus den Toten? Vor allem, sie sind Spider-Man-Film doch auch gemacht. Sie haben aus den toten Alien. Nein, aus den toten Alien-Waffen, aber nicht aus den toten Aus den Alien-Körpern. Rüstungen, die um den Aliens drum sind. Okay. Wir Ja. verkaufen nur die Körper, keine Rüstungsteile. Ja, Also warte, wir ich frage mal. verkaufen nur die Körper. Okay. Freunde, an dieser Stelle, nachdem wir diese leicht philosophische Diskussion über tote Aliens geführt haben, wünsche ich euch einen schönen Tag. Schlaft gut und träumt was Schönes.